erste Sendung, die wir so geplant haben. Da geht es um das Gedicht Der Baum des Lebens vom Ari. Magst du da vielleicht ein, zwei Sätze sagen, was da auf die Zuschauer und Zuhörer zukommen wird? Ja, wir werden uns etwas mit dem, ja, mit dem authentischen Text des größten Kabbalisten des 15. Jahrhunderts oder den Kabbalisten der Neuzeit beschäftigen. Also, wie ich auch schon erwähnt habe, Itzhak Luria Ashkenazi, abgekürzt Ari, der schrieb ein Werk, also ein Buch genannt Ezzayim, Baum des Lebens. Und wir werden dann ein sehr, sehr schönes Gedicht aus diesem Buch quasi zitieren und versuchen, aus der Perspektive eines Kabbalisten das, was dort vorkommt, zu erläutern. Ja, das ist unsere erste Sendung und wir freuen uns natürlich auf jeden, der dort zuschauen wird. Seid dabei. Ja, man gewinnt dadurch auch neue Verständnis der Welt. Abonniert auch unseren Kanal, verpasst keine Episoden und wir freuen uns natürlich auf euch.